geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu MotoGP. Das dritte Rennen der Saison steht uns heute an auf dem Circuit of the Americas in Austin. Eine Strecke, die ich natürlich in- und auswendig kenne aus der Formel 1. Aber auch eine ziemlich anspruchsvolle. Hat sehr, sehr viele verschiedene Kurvenarten. Vor allem der erste Sektor mit den S's. Wird wahrscheinlich mit den GP-Bikes kein Kinderspiel, aber ich bin optimistisch, dass wir es in Richtung Punkte zumindest wieder schaffen können im Grand Prix und hoffentlich wirklich was Zählbares mitnehmen können. Der Blick auf die WM ist nämlich ziemlich deprimierend, deprimierender als es eigentlich sein sollte. Wir wissen alle warum, aber dennoch, ich meine, das ist der aktuelle Stand und den möchte ich so auf jeden Fall nicht beibehalten. Nur noch Marini hat außer uns keine Punkte geholt. Also das wäre schon gut, da mal ja auch offiziell was Zählbares aufs Konto zu bekommen. Und das ist auch das große Ziel. Rein geht's jetzt erstmal ins Qualifying. Boah, kleine oder vielleicht sogar große Überraschung zum Start in dieses Wochenende. Wir schaffen es direkt weiter in Q2. Somit jetzt schon definitiv die mit Abstand beste Startposition, die wir hatten in dieser Saison. Das war richtig gut im Training. Es hat geregnet, war eine nasse Session. Aber die Pace war voll da, das Gefühl war richtig gut. Wir haben nur eine Runde gemacht. Eine Runde und die reicht, um hier Achter zu sein oder so. Das war es, glaube ich, am Ende. Also echt mega. Wenn sich das jetzt im Trockenen, im Qualifying so fortsetzt, dann können wir vielleicht auch hier noch einige ärgern. Und selbst falls nicht, ist das schon super. Unser Bestes bisher war ja Startplatz 19 in Portimao. Ja, 12. sind wir jetzt schon bei mindestens. Also kann es gar nicht mehr so ganz enttäuschend werden. Na, dennoch wichtig jetzt auch auf die trockenen Bedingungen klarzukommen, da ein gutes Gefühl zu haben. Das wird ja im Rennen und im Sprint dann ganz entscheidend sein. Also ja, aber mega, mega. Viel, viel besserer Anfang schon mal als erwartet. Das war schon wirklich erstaunlich eben. Das war ja auch die allererste nasse Session für uns auf einem Grand Prix Bike. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr ordentlich. Wie wird das Feeling hier jetzt im Trockenen sein? Also gut, ich denke mal, das Feeling wird, wenn dann, besser sein, weil halt mehr Grip da ist. Aber wie ist die Pace im Vergleich zu den anderen? Das wird sich zeigen erstmals hinein in diese schwierigen S's. Die waren vorhin eigentlich kein Thema. Man muss das hier einfach viel, viel vorsichtiger angehen, als man es gewohnt ist aus der Formel 1 oder als ich es gewohnt bin. Und dann ist es kein großes Problem. Das war schon auch okay. Alles ganz clean getroffen. Noch nicht irgendwie voll am Limit, voll das Maximum. Aber für so eine erste Runde, um schon mal einen soliden Grundstein zu legen, kann sich das doch sehen lassen. Ja, ich fühle mich hier super gut. Das ist kein Vergleich zu Portimao. Portimao war wirklich ein Struggle. Das hat man ja auch anhand der, oh Gott, anhand der Ergebnisse gesehen. Hier ist das sehr, sehr viel angenehmer. Das ist im MotoGP-Spiel wirklich extrem. Hier bin ich so voll, wie sagt man, voll empfindlich, was die Strecke angeht. Es gibt Strecken, da geht gar nichts. Und es gibt Strecken, da läuft dann irgendwie gefühlt immer alles. Sachsenring ist so eine für uns. Das kenne ich so aus den Formel 1-Spielen gar nicht. Auch da, klar, hat man welche, die mag man mehr als andere. Manche sind schwieriger. Aber auf allen bin ich irgendwie ganz solide unterwegs, zumindest mal. Hier ganz und gar nicht. Hier hat das wirklich einen großen Einfluss darauf. Und die Runde ist doch schon mal etwas. Sehr, sehr gut. Durch nochmal durch diese ganz, ganz langgezogene Rechtskurve und hinein in die letzten beiden. Na, nicht optimal angefahren, ein bisschen weit in. Ja, es ist noch nicht, also ich meine, was erzähle ich euch hier? Hier wird nichts, was ich mache, irgendwie genial sein. Ne? Aber für meine Verhältnisse, oh, war das so gut. Es war so gut. Und dann bringe ich es nicht über die Linie. Aber das kriegen wir nochmal hin, come on. Kriegen wir die nächste Runde direkt? Ja. Ich hoffe, das kostet jetzt nicht allzu viel Schwung, aber ich denke sogar, das wird klar gehen. Hey, sogar damit Platz 1, weil noch kein anderer gefahren ist. Ich finde das so cool. Wir haben jetzt drei Rennwochenenden hinter uns oder sind am dritten in der MotoGP und ich beginne mich jetzt schon wohler zu fühlen mit dem Bike. Ich finde das jetzt schon ein klarer Fortschritt zu erkennen zu den ersten Metern, die ich auf dem Ding gemacht habe in Katar. Da sah das alles noch sehr, sehr viel unsicherer aus. Roter erster Sektor, aber gut, der ist auch gegenüber unserer Bestzeit mit einem Sturz gerade gemessen. Von daher ist das echt nicht viel wert. Letzter Sektor, wir sind so ziemlich gleich auf mit unserer Zeit aus der ersten Runde. Das ist also gut, die war nicht irgendwie besonders außergewöhnlich. Dachte ich mir auch schon, also somit tut natürlich der Sturz auch weniger weh. Wir werden die Zeit jetzt sogar schon deutlich unterbieten. Du hast hier vorhin die Sturzstelle einfach viel zu schnell. Ah, hier reingefahren, auch jetzt. Oh, das ist irgendwie ähnlich. Also die Kurve habe ich noch nicht so ganz raus, offensichtlich. Über die Linie, dann sind wir aber noch ganz schön weit weg.
come on, die letzten zwei Runden, die wir hier noch bekommen, alles rausholen. Und dann können wir vielleicht zumindest so den Alex Marquez auf jeden Fall ärgern. Der ist auch ziemlich überraschend hier in Q2 schafft auf seiner Repsol Honda. Come on. Erster Sektor natürlich immer schon mal eine Schlüsselstelle hier auf der Runde, aber das ist nicht mal alles entscheidend. Hier muss man einfach vernünftig durchkommen. Ganz, ganz wichtig finde ich eigentlich den Schlussteil mit diesen ganzen langsameren Kurven. Wenn man da nämlich eine verhaut, dann kostet das viel, viel mehr Zeit als irgendein kleinerer Fehler hier in den S's. So gefühlt zumindest. Das hat jetzt okay gepasst. Ähnlich wie vorhin ungefähr. Ja, hier ist auch nicht viel, viel mehr rauszuholen. Nicht mit meinem Skill. Das ist jetzt der Abschnitt. Hier haben wir noch ordentlich Zeit drin stecken. Wenn wir das gut hinbekommen, dann kann das, glaube ich, reichen, um zumindest nah ranzukommen an Marquez. Oh, ganz weite Linie, aber wir schaffen es noch halbwegs rechtzeitig zum Scheitelpunkt. 7/10. Brauchen ungefähr eine Sekunde. Sind schon weit abgeschlagen hier aktuell. Was geht hier jetzt noch? Die letzte Kurve hat ja auch bisher nie so ganz gepasst. Hatten wir den Sturz vorhin und danach war es auch nicht so super. Vorletzte Kurve, auch die nie ein Geschenk, aber das passt im Vergleich zu unserer Zeit vorhin zumindest. So, jetzt hier mal vorsichtiger rein. Oh ja, dann treffen wir auch erstmals den Scheitelpunkt. Dann sind das 1,2 Sekunden und die bringen uns auf jeden Fall weg von diesem 12. Platz, auf Platz 10 sogar. Oh, und das ist dann schon ein bisschen viel hier in Kurve 1. Oh oh. Ah, das wird's wohl mehr oder weniger schon gewesen sein mit dieser Runde. Schade. Ah, ich weiß auch nicht, ob da noch viel mehr gehen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das reicht schon. Startplatz 10. Super Qualifying. Größter Erfolg bisher für uns in dieser noch so jungen Saison. Vinales auf der Pole. Der hat ja auch im Real Life alles rasiert hier in Austin. Bin gespannt, ob das jetzt im Sprint und Rennen gleich ähnlich aussieht. Schlüssel zum Erfolg natürlich ganz klar das Training. Und hier ja, schlagen wir dann die beiden, die so ein bisschen abgeschlagen waren. Die Lücke nach vorne zu Binder schon relativ groß. Und Binder selbst meilenweit weg von Gian Antonio. Also die vier hier hinten, das ja... waren in einer etwas anderen Liga oder einer eigenen Liga, aber nicht im positiven Sinne hier in dieser Q2-Session, denn noch Startplatz 10, genial. Ja, jetzt sind wir sogar tatsächlich erstmals in der Position, auch im Sprint irgendwie die Chance auf Punkte zu haben, wenn alles zusammenkommt. Klar, das ist eh immer eine Grundvoraussetzung. Aber es ist zumindest von Startplatz 10 bei weitem nicht so aussichtslos in die Punkte zu fahren, wie von Startplatz 19 oder 22, wie wir es an den ersten beiden Wochenenden hatten. Soft-Soft-Kombination für den Sprint und dann geht's direkt rein. Ich habe ein bisschen Respekt davor, weil wir jetzt auch minimal was zu verlieren haben. Aber trotzdem würde ich den Sprint gerne locker angehen. Ich meine, wenn es hier schief geht, geht's schief. Das Entscheidende ist der Grand Prix. Die viel größere Chance auf Punkte haben wir im Grand Prix. Trotzdem, wenn es hier möglich ist, dann werden wir angreifen, auf jeden Fall. Let's go! Vinales ist an erster Position der Startaufstellung und die Lichter werden gleich ausgehen. Alles ist bereit für das Rennen. Oh Gott, die Reaktion. Oh nein. Ja, Starts in der MotoGP sind hart. In den kleineren Klassen konnten wir da auch immer mal wieder viele Positionen gut machen. Der hier war jetzt auch nicht gut reagiert. Aber selbst wenn man da alles optimal hinbekommt, ist das echt nicht ohne. Hier in Kurve 1 wird es unheimlich eng. Sehr, sehr breite Kurve ja auch. Und somit kreuzen sich dann so ein bisschen die Linien irgendwann. Von denen, die recht weit gehen. Von denen, die sich dazu entscheiden, innen hinzugehen. Oh Gott. Hier kriegen wir eine mit von Brad. Erstmals jetzt im Verkehr hindurch durch die S's. Ne, Acosta war das nicht, Brad. Gibt's auch direkt eine Untersuchung. Ich denke, das wird eher gegen ihn eine Verwarnung geben, wenn überhaupt. Ich meine, boah, wir haben uns da echt nicht viel zu Schulden kommen lassen. Die beiden Trackhouse auch sehr, sehr gut unterwegs. Bei deren Heimrennen für uns war es ein ganz, ganz chaotischer Start. Tatsächlich Verwarnung für Acosta. Ja, aber das gehört dazu an einem Start. Wir haben jetzt, glaube ich, das Allerschlimmste erstmal überstanden. Jetzt so ein bisschen in den Rhythmus reinkommen. Mit Platz 12 haben wir ja eine Position, die aussichtsvoll ist. Top 9, das Ziel hier im Sprint. Leicht, oh, wird's aber nicht dahin zu kommen, Hilfe, das war am Limit angebremst. Das ist der Wahnsinn, wie sich die Bodenwellen hier auf der langen Gerade bemerkbar machen. Da schmeißt das Bike hoch und runter, das ist wirklich unglaublich. Anbremsen hier für die ganz langsame Kurve. Oh, das machen wir super gut, konnten uns da schön ranbremsen an Miller. Das kann also auch eine Überholstelle natürlich sein, logischerweise, wenn wir mal näher dran sind. Oh, Jack auch so ein bisschen am Struggeln, weit draußen. Der lässt auch so ein bisschen abreißen lassen. Ah, zu Acosta davor. Wer hat mich nach wie vor diese letzte Kurve hier fertig macht? Warum denn? Was ist denn schwer an der? Oh,
Oliveira zeigt sich hier in den S-Kurven. Oh, und da kommt jetzt auch der nächste an. Wer ist das? Morbidelli war es, glaube ich. Eieiei, wieder eine Untersuchung, an der wir beteiligt sind. Aber wieder würde ich sagen, ähnlich wie gegen Acosta schon, eigentlich keine Situation, für die wir was können, oder? Ich meine, wir duellieren uns halt in den S's und der kracht uns da hinten rein. Ist auch eigentlich keine Stelle, an der man irgendwie ein Duell haben möchte. Vor allem nicht mit den großen Bikes hier. Und tatsächlich, auch hier gibt es eine Verwarnung für den Kontrahenten. Boah! Richtig gutes Rausbeschleunigen von Miguel aus der langsamen Kurve vor der Gerade. Oh Gott, ist der Überschuss hier riesig. Ich glaube, da fahren wir ihm leicht rein. Jetzt nochmal, ich war hier wieder letzte Idiot. Aber tatsächlich ist das auch nicht so leicht, dieses Ding zu kontrollieren, wenn es um solche Zentimeter geht, wie da jetzt in diesem Fall. Irgendwie kriegen wir es nochmal halbwegs kontrolliert, ohne größeres Drama in der Situation. Die Jungs vor uns können sich jetzt leider so ein bisschen absetzen. Es scheint unrealistisch, dass wir hier noch irgendwas nach vorne machen können. Jetzt einfach die Erfahrung sammeln fürs Rennen, vielleicht ein paar gute Duelle haben und ja, und einfach immer besser und besser klarkommen auf Bike und Strecke, sodass wir dann auf jeden Fall im Grand Prix um die Top 15 fighten können. Also im Grand Prix keine Punkte zu holen vom 10. Startplatz aus, das wäre schon eine Enttäuschung. Hier im Sprint wäre es eher so ein Bonus, ist jetzt auf jeden Fall nicht das, was ich erwarte. Aber im großen Rennen, ganz klar, da müssen wir es schaffen. Aber gut, ist natürlich auch wesentlich wahrscheinlicher, in die Top 15 zu kommen, als in die Top 9 in unserer Situation, das ist klar. Wäre das ja ein Grand Prix, wären wir ja auf einer Punkteposition. Bringt ja jetzt nicht viel, aber es ist fürs Gefühl halt ganz gut zu wissen. Mal sehen, ob wir zumindest mit Oliveira nochmal irgendwie mithalten können, um da vielleicht den Konter zu fahren. Wer weiß, noch ist er nicht so hoffnungslos weit weg. Nach wie vor sind wir dran. Morbidelli lässt hier knallhart reinlaufen. Boah. Damit bin ich nicht so zufrieden, aber gut, ist natürlich auch ein Move, den wir genauso gut hätten machen können, eher unbeabsichtigt. Also ist das schon in Ordnung, kann man sich nicht zu sehr drüber beschweren. Zwei Runden sind es gleich noch. Man, jetzt sieht es natürlich eher schwierig aus mit Oliveira. Also ich finde, man merkt schon, hier an der Pace im Sprint, dass das eher ein bisschen Zufall war, dass wir so weit vorne gestartet sind, halt durch diese nasse Trainingssession. Hier läuft jetzt nicht ganz so viel und vor allem läuft diese letzte Kurve nicht und die macht mich aggressiv. Wie kann man da denn so regelmäßig so verkacken in der einfachsten Kurve der Welt, mal einfach nur anbremsen, einlenken. Da ist nichts Schwieriges dran und ich krieg's nicht auf die Reihe, aber jetzt immerhin die Chance gegen Binder nochmal zu kontern. Mit dem hatten wir es ja zuletzt in Portugal schon zu tun und bleiben hier jetzt in der Situation davor. Vorne jetzt Franco und Oliveira so ein bisschen am Fight. Na, die fahren sich zumindest sehr, sehr dicht auf. Da kann es gleich mal was geben. Die beiden haben noch eine schlagbare Pace auf jeden Fall. Aber dafür brauchen wir jetzt eine cleane Runde. Müssen vielleicht auch hoffen, dass die sich gegenseitig ein bisschen Zeit kosten. Dann kann es tatsächlich mit Platz 12 noch was werden. Das Zeug hier finde ich auch ganz, ganz schwierig. Das sind so Kurven. Wir sind in einem F1-Auto, keine Kurven. Aber mit den Bikes hier muss man da echt vorsichtig sein. Sind wir da ein bisschen spät? Nee, oh, das war eigentlich gut. Schön rangebremst. Oh, gelb. Sturz von Aleix weiter vorne, bilde ich mir ein. Kann er wieder aufsteigen? Ah, da vorne sieht man jemanden irgendwie langsam das Rennen wieder aufnehmen. Schade. Somit profitieren wir leider nicht davon. Bitter für ihn, aber natürlich so kurz vor Schluss. Und Morbidelli und Oliveira, Alter, die wollen es völlig wissen. Wir sind da noch nicht ganz raus aus diesem Fight. Und zwar so gar nicht. Etwas weite Linie von denen. Auch hier in der vorletzten Kurve zeigen wir uns vielleicht mal an unserer Hassstelle. Eventuell gelingt hier mal ein positives Erlebnis. Nee, nicht ganz. Da können wir uns nicht ganz zeigen. Aber trotzdem, Ausgang aus der letzten Kurve jetzt nicht ganz so schlecht. Vielleicht in Turn 1 hinein gegen Miguel, gegen den Portugiesen. Gegen den mehrmaligen MotoGP-Sieger ja auch aus dem Real-Up. Oh, hier sind wir aber zu spät. Oh, nein. Ah, da wollte ich jetzt viel zu viel. Viel zu viel. Nein. Ah. Bitter, bitter, bitter. Aber hey, draus lernen fürs Rennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht so spät bremsen in Kurve 1. In der Situation kostet es uns ja nichts. Wäre das ein Rennen gewesen, hätte uns das jetzt die Punkte gekostet. Also das... am besten dann abstellen. Interessant. Das zeigt auch, wie gut wir hier eigentlich unterwegs waren. Wir sind gar nicht mal so weit weg von den hinteren Positionen, ne? Von den beiden Repsols hier. Die können wir auch vielleicht so sogar noch bekommen. Die haben keine gute Pace. Logischerweise. Wie man es kennt. Was geht hier noch? Letzte halbe Runde des Sprints. Was? Ein Topspeed gegen die Hondas. Wow. Oh, oh. War das spät? War das spät? Jetzt vertraue ich mir da nicht mehr so nach der Aktion eben in Kurve 1. Nein, oh. Perfekt gestoppt bekommen für den Scheitelpunkt der Hairpin. Und somit schnappen wir uns zumindest Marini, oder? Ah ja, mal ein schönes Überholmanöver auf der Strecke.
Sehr, sehr gut. Nochmal ein bisschen was Positives mitgenommen. Insgesamt nehme ich hier mehr Positives als Negatives auf jeden Fall mit aus diesem Sprint. Wir hatten eine Pace, die auf jeden Fall Mut macht im Hinblick auf Punkte im Rennen dann. Wir hatten ein paar nette Duelle, jetzt auch noch ein Überholmanöver auf der Strecke. Und der Sturz, ja, ungünstig, unglücklich. Aber das war eine Situation, in der auch mal ein Sturz passieren kann und es völlig egal ist. Wir müssen es einfach besser machen im Rennen. Da darf sowas dann nicht nochmal passieren. Aber ja, auch der Sturz kann eigentlich was Positives sein. Natürlich nochmal zum Abschluss, letzte Kurve verkackt. Und das hätte jetzt gepasst, wenn uns das eine Position kostet. Aber nix da. Zumindest vorletzter mit einem Sturz. Ja. Er hört sich dumm an, aber das war eigentlich gut. Jetzt einfach nochmal genauso, nur mit einer vielleicht etwas besseren Pace, ohne Sturz. Und dann haben wir endlich offiziell was Zählbares auf unserem Konto stehen hier in dieser Saison. Wenn das nicht Ansporn genug ist, dann weiß ich es auch nicht. Medium-Soft-Kombination vorgeschlagen für den Grand Prix. Da halten wir uns auch dran. Und dann geht's direkt rein. 10 lange Runden hier in Austin, Texas. Das wird eine Herausforderung, wird nicht ohne, aber ich bin optimistisch. Wir haben das Zeug, um hier endlich mal was mitzunehmen. Und jetzt müssen wir uns aber auch selber belohnen. Müssen uns das auch selber abholen nach diesem so guten Wochenende bisher, vor allem guten Qualifying. Maverick Viñales schießt von der Pole Position aus los. Hinter ihm sind alle Fahrer bereit für den Kampf. Gleich wird ein weiteres Rennen starten. Los geht's hier in Austin, Texas. Die Startphase, vor allem Kurve 1, natürlich absolut entscheidend für unsere Punktehoffnung. Wir dürfen zumindest nicht viele Positionen hier verlieren. Hier geht's halt ab wie was weiß ich wo. Das haben wir im Sprint ja schon erlebt. Also hier muss man auch ein bisschen Glück haben, einfach clean durchzukommen und keine Positionen zu verlieren. Wir haben sogar tatsächlich irgendwie eine gut gemacht. Weil jetzt die S ist, hier hatten wir ja vorhin eine Kollision. Das scheint jetzt zu funktionieren. Oh, Mark hier ganz, ganz nah vor uns. Dachte kurz, da geht vielleicht was, aber nichts. Da Bagnaia mal ganz weit hinten. Erstmal haben wir es mit ihm so ein bisschen zu tun auf der Strecke. Oder sehen ihn zumindest mal. Das heißt ja schon mal was. Ist nie so ein ganz verkehrtes Zeichen. Vermute ich einfach mal. Oder würde ich einfach mal behaupten. Na, das war super. Oh, gelbe Flagge, beziehungsweise jetzt schon wieder grün. Rins weiter hinten gestürzt. Da wird auf keinen Fall schaden. Ist mit Sicherheit... Oh, 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 oh. Schön hier innen rein noch gegen Pecco, der sehr früh bremst. Da können wir volle Kanne innen reinlaufen lassen. Und hier auch noch. Oh, da waren wir spät dran. Aber die kriegen die Kurve noch ganz okay. Mit einer leichten Berührung dagegen. Jorge Martin wird ihm nicht gefallen haben. Ich bin mir sicher, dass der eh auf Dauer die Pace hat, um hier zu kontern. Vielleicht sogar jetzt direkt wieder. Ja, das natürlich auch. Oh, gut. Spike mit ganz schön viel Bewegung. Hier Duell gegen den Weltmeister, gegen Pecco, der jetzt aber auch wieder vorbei ist. Das hat somit also nichts gebracht gegen die beiden. Aber dennoch alles in allem natürlich eine super erste Runde. Wenn wir jetzt ansatzweise den Anschluss zu Bagnaia hier halten können, dann ist das natürlich super. Aber ja, es ist nicht mal das Ziel. Also selbst wenn wir jetzt noch 4, 5 Positionen verlieren, wäre es immer noch gut. Dann ist immer noch das Grundziel erfüllt. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu bescheiden, hier heute nur Punkte als Ziel zu haben. Ich hasse diese letzte Kurve! Nur Punkte als Ziel zu haben. Also, vielleicht geht auch ein Top-10-Finish gleich oder so. Also ein paar mehr Punkte. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Man versucht hier natürlich das Beste rauszuholen. Um nicht auf Krampf nur irgendwie 15. zu werden. Ne? Das ist definitiv nicht der Anspruch. Aber selbst mit einem 15. Platz und zumindest etwas Zählbarem wäre ich schon zufrieden. Diesen Fehler jetzt in Kurve 1, das gibt Fabio die Chance. Aber nicht so leicht, mein Freund. Nicht ohne nochmal ausgekontert zu werden. Oh, schönes Duell. Mit lauter Weltmeistern haben wir es hier zu tun. Also das sind echt luftige Höhen für uns. Oh, ich fahre aber bisher nicht so gut. Es ist schwierig, die Linien zu halten mit diesem vollgetankteren Bike, mit dem Medium-Vorderrad auch. Das müssen wir schnell auf die Reihe bekommen. Gelb? Hinten oder vor uns? Liegt hier gleich irgendjemand, der uns eine Position schenkt? Nee, war wohl weiter hinten. Ah, die Jungs vor uns rund um Pecco haben sich jetzt schon komplett verabschiedet. Also das ist hier nicht unser Rennen, habe ich mir auch vorhin schon gedacht. Mich hat es ehrlich gesagt überrascht, dass wir da überhaupt kurz mitmischen konnten. Aber das war schon mal super. Das war ein geiler Vorgeschmack für das, was hoffentlich Standard sein wird irgendwann in dieser Karriere. Das ist zumindest das ganz große Ziel. Wir müssen uns hier eher nach hinten orientieren in diesem Rennen. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Nichts anderes habe ich erwartet. Immerhin gelingt es aber, Fabio so ein bisschen auf Abstand zu halten. Das waren jetzt kurz mal 6/10. Das wird natürlich auch schnell weniger, wenn mal ein kleinerer Fehler passiert. Aber das ist okay. Obwohl, ne, der ist ja direkt da, Alter. Die 6/10 hat er schnell aufgeholt. Aber das reicht noch nicht für ihn. Hier sind wir auch gut in dieser langen Rechts.
Gute Pace, halbe Sekunde ungefähr schneller als unsere bisherige beste Zeit hier im ersten Sektor. Dennoch höre ich die anderen ganz nah hinter uns. Also das reicht bei weitem nicht, um die irgendwie zu beeindrucken. Abstand nach vorne mittlerweile sehr, sehr groß. Also der Zug ist jetzt endgültig völlig abgefahren. Das werden wir nicht mehr schaffen, da noch ranzukommen. Aber das ist okay. Das ist okay, damit kann ich gut leben. Also bislang läuft das hier sehr, sehr gut. Wir fahren hier einfach unsere Runden mit der Pace, die wir drauf haben, die sehr, sehr ordentlich ist an diesem Wochenende. Und das reicht aktuell auch, um recht ungefährdet oder zumindest unangegriffen hier auf Platz 9 zu sein. Ungefährdet würde ich nicht sagen, weil wir da schon echt viele nah hinter uns haben. Ja, aber solange die hinter uns sind, können die ruhig so nah beieinander sein, wie sie möchten. Das ist mir völlig egal. Track Limits für Acosta. Auch der ist da irgendwo nicht so weit hinter Fabio. Oh, das ist jetzt kacke. Das ist jetzt kacke. Das kann gefährlich werden, indem die einen dann volle Kanne hinten reinschießen. Aber zum Glück Quartararo nicht ganz so nah dran gewesen. Da hatten wir so einen Mini-Puffer, der so den Fehler dann auch mal erlaubt. Das ist... Oh, das ist immer gut. Ah, jetzt aber so ein bisschen der Rhythmus verloren gegangen hier in diesem ersten Sektor. Eieieiei, das war unsauber, aber offensichtlich trotzdem ziemlich schnell, wow. Ja, es bleibt dabei. Hälfte des Grand Prix ist jetzt gleich überstanden. Wir sind schon in Runde 4 von 10. Wir halten uns hier. Wir machen das ordentlich. Sehr, sehr schön, Mann. So kann es gerne jetzt noch 6 Runden lang weitergehen. Und dann bin ich am Ende sehr, sehr, sehr happy. Aber gut, wie schnell das Happy-Sein sich auch in Frust ändern kann hier in diesem Spiel, das haben wir auch schon oft erlebt. Das kann so, so schnell gehen. Wenn uns da so ein Miller zum Beispiel gerade trifft in voller Schräglage, dann können wir da auch schon liegen. Aber das sind oftmals auch Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob es gut wird oder nicht. Wichtig ist, dass wir von alleine keine Fehler machen zumindest. Aber das traue ich mir hier heute mehr zu denn je auf diesen MotoGP-Bikes. Das ist auf jeden Fall das beste Gefühl am gesamten Wochenende, was ich je hatte auf den Dingern. Sehr, sehr viel sicherer als an den ersten beiden Wochenenden noch und als vor allem beim letzten Mal. Da war das ja echt teilweise eine Katastrophe. Das Wochenende beweist aber ganz gut, wie wichtig so ein Qualifying hier ist in der MotoGP. Ne? Wenn wir hier nämlich nicht so weit vorne starten, dann weiß ich nicht, ob wir überhaupt was mit Punkten hier zu tun haben. Oder wenn, dann halt so mit dem obligatorischen 15. Platz oder so. Da sind wir dann auf jeden Fall nicht innerhalb der Top 10 unterwegs. Es ist hier einfach keine Moto3 mehr. Hier macht man nicht so massig Positionen auf einen Streich. Gut, am Start, klar, da kann es mal gehen, wenn man es mal einmal glücklich irgendwie sehr gut hinbekommt. Aber darauf verlassen kann man sich natürlich nicht. Oh Gott, was hat Oliveira da eben gemacht? Ich weiß es nicht so ganz. Oder Miller war es, glaube ich. Kann uns aber auch egal sein. Wir bleiben auf jeden Fall davor. Wobei Quartararo und Miller jetzt sehr nah an uns dran sind. Hier auf der langen Gerade Bremspunkt treffen. Ah, der Druck nimmt zu. Pace insgesamt vielleicht ein bisschen besser von unseren Verfolgern. Aber das reicht halt nicht. Wir werden nämlich auch immer schneller. Sind jetzt so in den 2-7er Rundenzeiten angekommen. Und das hier scheint auch die nächste zu werden. Das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist jetzt stark. Konstant. Fast eine identische Rundenzeit, mehr oder weniger, wie in der Vorrunde. Oh, dann aber völlig verschaltet hier am Ausgang aus dieser letzten Kurve. Ja, das war klar. Also wenn wir da nicht mindestens eine Position mal verloren hätten... Dann wüsste ich auch nicht. Das muss einfach so sein, so wie es da das ganze Wochenende überläuft. Jetzt nur ja nicht stürzen in so einem dämlichen Fight um einen 9. Platz, den wir gar nicht unbedingt zwingend haben müssen. Aber ich möchte das schon dagegen halten. Der Racer in mir möchte das hier gegen Fabio. Zeigen wir uns doch mal hier in der MotoGP-Klasse. Zeigen wir uns gegen die großen Namen. Und das tun wir. Und Fabio berührt uns hinten. Oh, und das schickt einen auch ganz schnell mal in den Slide und in den Sturz. Eieiei, das ist das große Risiko an so einem Duell. Aber Ellbogen ausgefahren und am Ende auch nicht gestürzt. Und Position behalten. Also alles gut gegangen. Aber das muss es nicht in der Situation. Wow, ich habe uns da auch schon liegen sehen. Was ist das hier für ein Rennen? Wir fighten hier gegen Bagnaia, gegen Martin, gegen Quartararo. Jetzt sogar richtig ernsthaft über mehrere Runden auch schon. Und das war es ja wahrscheinlich auch noch gar nicht gegen den. Das kann sich sehen lassen. Das sind so Namen, die ich gerne um mich rum habe auf jeden Fall. Seit dieser ganz heiklen Szene in der Vorrunde haben wir jetzt mal so ein bisschen Ruhe. Da gelingt es, so einen kleinen Abstand zumindest rauszufahren von einer halben Sekunde ungefähr in diesem ersten Sektor. Sehr, sehr stark. Weiter so. Jetzt haben wir es so lange geschafft, uns auf diesen 9. Platz zu halten. Jetzt möchte ich schon auch einen Top-10-Finish dann ins Ziel bringen, ehrlich gesagt. Und der 10. Platz, den wir dafür noch bräuchten, der ist es jetzt auch nach dem schönen Move von Miller. Schön mutig. Aber vielleicht war es das noch nicht, Jack.
Zeig mal her, was geht da? Gelingt da ein Konter mit den Moto2-Bikes? Kann ich mich erinnern, war das immer eine super Stelle, um zu überholen. Aber mit den Dingern hier, da muss schon alles zusammenkommen. Schade. Aber dranbleiben an Jack. Ich glaube bzw. hoffe nicht, dass er so viel schneller kann. Ich meine, der war die ganze Zeit so nah an uns dran, ist hier ums Verrecken nicht vorbeigekommen. Da würde es mich jetzt überraschen, wenn er sich total schnell absetzen könnte. Somit Druck machen hier im ersten Sektor. Und dann haben wir vielleicht auf der langen Gerade nochmal eine Möglichkeit gegen den Australier. Wer weiß. Hier sind wir auch gut. Also das ist tatsächlich der schwierigste Abschnitt ja auf dieser Strecke. Aber auch mit unser Bester, würde ich sagen. Und der macht auch richtig Spaß. Aber wenn man den gut hinbekommt, was wir jetzt schon oft geschafft haben, auch in diesem Rennen, dann macht das richtig Spaß. Das fühlt sich so satisfying an, wenn man da so einen schönen Flow reinbekommt. Das war jetzt auch gut gegen Miller. Dieser Ausgang natürlich auch ganz entscheidend. Dann können wir uns in Position bringen für die lange Gerade. Jack ein bisschen weit draußen. Auch der ist hier am Limit. Schön rechtzeitig hier anbremsen. Ah, er trifft den Scheitelpunkt gut. Wir fast ein bisschen zu gut. Den Curb sollte man da nicht so stark mitnehmen. Reicht das mit unserem Topspeed und ein bisschen Windschatten, um im Anbremsen was machen zu können? Bike hier am Springen über die Bodenwellen. Ja, das... Oh. Alter, der Überschuss ist hier manchmal so erschreckend groß, da musste ich gerade vom Gas gehen. Ich dachte, wir krachen ihm hinten rein, das war gegen Pecco vorhin im Rennen schon mal ähnlich. Das ist der Wahnsinn, wie schnell diese Dinger sind. Na schade, wäre das nicht gewesen, hätte ich es ein bisschen besser gemacht, dann hätten wir da jetzt vielleicht schon wieder vorbei sein können. Aber so ist das, wir sind jetzt eine Runde lang gut nah dran geblieben. Dann können wir das auch noch eine weitere lang und bekommen dann eine nächste Chance. Boah, richtig schnelle Zeit, auch das motiviert anscheinend mit Abstand schnellste Runde unseres Rennens. Wahnsinn, das ist krass. Das ist krass, ja, macht anscheinend viel aus, so jemanden vor sich zu haben, den man so ein bisschen als Ziel vor Augen hat. Ja, das fühlt sich auch tatsächlich gut an, so jemanden vor sich zu haben. Also das war jetzt nicht nur schneller, es war auch besser und hat sich besser angefühlt vor allem, weil man dann einfach so eine Orientierung hat und nicht alleine so verloren rumfährt und nur hofft, nicht angegriffen zu werden. Ja, jetzt macht Miller es aber gut, löst sich so ein klein wenig. Zum letzten Mal in diesem Rennen hindurch, durch diesen ersten Sektor. Miller lässt unsere Platz 9 und somit einstellige Positionshoffnung noch am Leben. Er kann sich hier nicht entscheidend absetzen. Hat er jetzt so ein paar Meter dazwischen gebracht, klar. Aber vielleicht ist das noch nicht ganz durch hier. Oh, das ist es aber, wenn ich sowas hier mache. Hilfe. Gerade jetzt zum letzten Mal und anbremsen für die lange Gerade vor allem. Also, so sehr ich den gerne noch überholen würde, auch dran denken, dass wir hier auf einer guten Position sind, ne? So ein 10. Platz ist auch schon nicht schlecht. Nicht alles wegschmeißen jetzt, Mann. Dieser Topspeed ist schon erstaunlich gut. Da, wir hatten hier diese eine Situation, wo ich mich dann nicht getraut habe, wo wir vom Gas gehen mussten, um ihm nicht hinten reinzukrachen. Wenn man das besser löst, wenn man das richtig macht, dann haben wir da zumindest eine Möglichkeit. Leider scheint es so, als wäre das wohl die einzige gewesen, um da nochmal zu kontern. Außer es passiert irgendwie ein Fehler bei Jack in diesen letzten Kurven nochmal. Quartararo haben wir jetzt so ein bisschen auf Abstand gebracht, da war es zwischenzeitlich sogar kurz mal eine Sekunde Vorsprung. Das ist also sehr gut. Wir haben uns diesen 10. Platz wirklich verdient. Das zeigt ja auch der Fakt, dass wir an Miller dranbleiben, ne? Das ist ja nicht nur Zufall, nicht nur so, dass wir dich hier alle aufgehalten haben. Wir sind wirklich einfach schnell gewesen. Das wird, glaube ich, nicht mit Platz 9 belohnt, oder? Ich habe so Angst, das Ding jetzt noch wegzuhauen. Ich glaube, das merkt man. Nee, es wird wohl Platz 9 werden, letzte Kurve. Ich werde dich mit am allerwenigsten vermissen, warum auch immer. Ich mochte dich einfach nicht. Und das klappt auch jetzt in der letzten Durchfahrt nochmal schlecht. Aber dennoch ist es geschafft. Top 10 Finish in der MotoGP. Endlich die ersten offiziellen Punkte auch. Come on, das fühlt sich gut an, Mann. Richtig starkes Wochenende, super Qualifying. Das hat den Grundstein gelegt und dann haben wir es im Sprint schon ordentlich gemacht. Nicht ganz fehlerfrei, hier dann aber absolut fehlerfrei. Ein paar geile, harte Duelle auch noch. Ja, und am Ende sind das, wie viele Punkte? Wie viele Punkte gibt ein 10. Platz? Weiß gar nicht, müssen wir mal nachschauen. Es werden ein paar sein auf jeden Fall. Es sind 6 Zähler. Und somit Platz 17 in der WM. Immerhin vor unserem Teamkollegen, der auf 3 Punkten hier stecken bleibt. Keine weiteren geholt hat. Sehr, sehr schöne Sache in der Kunst- oder beziehungsweise Team-WM. Das ist auch ehrlich gesagt relevanter als diese Herstellermeisterschaft. Da ist ja für den Arsch. Hier ist es Platz 9. Das hier ist für den Arsch, weil hier halt verschiedene Hersteller verschieden viele Bikes haben. Eine Ducati hat ja 6 Bikes oder so, oder? Es sind sogar 8. Es gibt ja 8 Ducatis. Also das ist völliger Quatsch. Und wir sind hier mit unseren 2 natürlich so ein bisschen hoffnungslos. Honda hat auch 4, Aprilia hat auch 2 mit Trackhouse zusammen noch. Also das ist ein bisschen Bullshit. Ich glaube, die Teamsmeisterschaft ist wesentlich aussagekräftiger. Und da sieht es ja sehr okay aus.
Boah, bin ich erleichtert. Diesmal habe ich es auch geschafft, die Punkte zu retten und nicht neu zu starten. Sehr, sehr geile Sache. Leider war es ein Ziel, 15. im Sprint zu werden. Das haben wir weggeschmissen. Hätten das eigentlich natürlich easy drin gehabt. Das ist schade. Werde Teamanführer haben wir jetzt auch erfüllt. Das erste Ziel war es nämlich, in den ersten 3 Rennen, in den Wertungen am Ende vor Augusto zu sein. Das haben wir geschafft. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Somit sind wir aktuell so ein bisschen... Ja, fürs Spiel zumindest so ein bisschen die Nummer 1 im Team. So fühle ich mich nicht, aber Kapitänsbinde, das deutet auch darauf hin. Augusto auch unser nächster Rivale. Die Gas-Gas-Manager scheinen überzeugt zu sein. Noch eine gute Leistung und Kaye wird der Teamanführer. Noch einmal Augusto schlagen, also im Rennen dann beim nächsten Mal offensichtlich. Kaye macht es allen so schwer, also sollten wir die Lücke schließen. Ja, Oliveira, du sagst es. Du sagst es, ich bin der Allerbeste einfach. Herr Rest dann beim nächsten Mal. War eine Strecke, die ich in den Juniorklassen sehr gut mochte. Wie das hier auf den großen Bikes wird, wird sich zeigen. Aber ja, ich denke mal auch nicht schlecht. Ich denke auch hier wird die mir gut gefallen. Dann können wir hoffentlich tatsächlich dann die Führungsrolle hier im Team übernehmen, oder? So wie es scheint. Also So liest sich dieses Ziel zumindest. Und dann gibt es beim nächsten Mal dann auch den nächsten Test. Ich denke, wir spielen dann das Grand Prix-Wochenende in Jerez und dann hänge ich die Testfahrten noch kurz dran. Ja, weil das halt dieselbe Strecke ist. Ich denke, das macht Sinn, aber es wird kein großes Ding. Ich will das nicht zu sehr jetzt in die Videos packen. Aber tatsächlich haben wir dann nochmal die Wahl, Spec A oder Spec B zu wählen, wie schon am Anfang der Saison. Das ist eine coole Sache. Vielleicht hat sich das ja mittlerweile ein bisschen geändert. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Endlich Punkte, Mann.